Ursprünglich ist der Goldschakal am Balkan beheimatet. Immer öfter werden die Tiere aber auch in unseren Breiten gesichtet. In Ländern wie Rumänien oder Bulgarien werden sie bereits bejagt. In Kärnten ist das Raubtier geschützt. Jetzt versuchen Wissenschaftler mehr über den Wildhund zu erfahren und festzustellen, wie viele es in ganz Österreich und auch bei uns in Kärnten tatsächlich gibt. Er ist scheu und nachtaktiv. Nur schwer bekommt man Goldschakale zu Gesicht. Und dennoch gibt es sie, auch in Kärnten, wie diese Fotoaufnahmen zeigen. Mit ein Grund, warum die Wissenschaftlerin Jennifer Hartlauf dieser Tage in Bleiburg unterwegs war. Die Wildtierökologin forscht seit mehreren Jahren zum Goldschakal und versucht, den Bestand in Österreich zu zählen. In Vorträgen gibt sie ihr Wissen an Jäger und Interessierte weiter und analysiert sämtliche Hinweise, die gesammelt werden, von Fährten bis zu Fotos. Oft wird das Tier mit einem Fuchs oder einem Wolf verwechselt. Der Informationsbedarf unter den Jägern ist groß. Über den Goldschakal an und für sich wissen wir also relativ wenig. Wir haben also im letzten Jahr eine Sichtung gehabt mit einer Fotofalle, wo man ziemlich sicher zuordnen kann, dass es ein Goldschakal war. Aber ansonsten, wie gesagt, sind es eher Mutmaßungen und Vermutungen, dass diese invasive Tierart eben bei uns schon vorhanden ist. Immer wieder tauchen auch solche Fotos von Wildrissen auf. Als Jäger ist das halt natürlich bedrückend, sowas zu sehen. Wenn man sich vorstellen, dass sie hier ansiedeln würden, dann sieht halt für unser Rehbild wahrscheinlich nicht so gut aus. Mit dem Grund, warum man nun mittels Rufmonitoring klären will, wie viele Tiere tatsächlich hier leben. Nach einer kurzen Einführung geht es ins Gelände. Das Ziel vom Projekt ist erst einmal wirklich alle Nachweise, die wir in letzter Zeit oder auch alte Nachweise haben, dass wir die sammeln und dann eine Verbreitungskarte erstellen. Wenn wir merken, da könnten schon Gruppen sein oder da könnte eine Gruppe sein, dann fahre ich dort speziell hin und mache dann ein Rufmonitoring und spiele eben den Ruf ab und schaue, ob es territoriale Gruppen schon gibt. Warum immer mehr Goldschakale vom Balkan Richtung Norden wandern, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Klima kann eine Rolle spielen oder auch die zurückgehenden Wolfspopulationen in manchen Gebieten, die jetzt zwar wieder ansteigen, aber das hat möglicherweise ausgelöst, dass der Schakal sich einfach besser ausbreiten kann, weil er weniger Konkurrenz in dem Sinne hatte. An diesem Abend hat es keine Rückmeldung von den Tieren gegeben. Im nächsten Jahr will Jennifer Hartlauf aber wiederkommen, denn der Lebensraum sei für den Goldschakal hier ideal, sagt die Forscherin.